Ja. Ja. Oh mein Gott. Eine Rettungsplattform? Sein fucking Ernst? Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Wir spielen heute auf einer neuen 8x1er-Map und zwar heißt diese Mine. Und ja, ich werde mich jetzt hier gleich mal beeilen und zwar ist das nicht meine allererste Runde auf dieser Map, sondern meine, ich weiß nicht, kann man sagen, zweite Runde. Ich habe auf jeden Fall hier oben schon mal gespielt, aber dann hatte ich totale Internetprobleme und ich bin immer disconnected und sowas. Und ich habe das ja sogar aufgenommen, ne? Aber immer leider ein Disconnect gehabt und jetzt versuche ich mein Glück nochmal. Und ich habe schon so eine kleine Taktik auf dieser Map und zwar zuerst zum Gegner bauen, weil sich die Gegner meistens zuerst in die Mitte bauen. Und dann hast du eben den Vorteil, du hast dich zum Gegner gebaut, hast dort dann vielleicht schon ein Bett abgebaut und das Beste überhaupt, er hat sich ja zur Mitte gebaut, also kannst du von dort dann auch in die Mitte gehen, das ist ziemlich cool. Und hier mache ich dann nur noch Kisten hin, dass sie da auch nicht so schnell reinkommen, weil wir müssen das natürlich alles ordentlich machen hier, ne? So. Also, das stresst jetzt nicht, der kann sich ruhig jetzt erstmal in die Mitte bauen. Jetzt hat er eh noch zu wenig Blöcke. Also von dem her läuft doch alles glatt. Und ich mache jetzt mal so, und zwar zack, zack, dass er schon mal wenigstens zwei kaputt machen muss. Und da würde ich sagen, baue sich auch schon jemand rüber. Oh, das wird spannend, Leute, das wird spannend. Ich weiß nicht, was der da drüben macht. Okay, Krön ist gar nicht da, das heißt, ich habe nur einen Gegner, das ist sehr, sehr gut. Jetzt hoffe ich nur mal, dass er keinen Bogen gleich hat oder so. Sonst bin ich richtig am After. Und das möchte ich auch nicht. Oh, die Bekämpfung sehe ich. Perfekt. Wäre jetzt am besten, wenn er runterfliegt und dann beachtet er den Ei gar nicht. Wurde vom Bobo-LP getötet. Okay. Okay. Bauen wir uns hier erstmal hoch. Schau ich mal, wie das jetzt hier so klappt. Wie ich das möchte. So, fliegen tut er schon mal. Sein Bett kann ich mir auch noch holen. Hier spawnt er normalerweise wieder. Oh, okay. So, dann jetzt schnell das Bett abbauen. Oh, okay, perfekt. So, den haben wir. Dann könnte ich mir jetzt noch gleich hier ein bisschen sowas hier kaufen. Zu mir kann eigentlich niemand noch. Okay, aber ich möchte mir gerne jetzt auch noch schwarz holen. Das bedeutet erstmal ein besseres Schwert, würde ich sagen. Mit einem besseren Schwert da bin ich immer besser dran als mit dem schlechteren Schwert. Und dann könnte ich mir auf jeden Fall auch noch einen besseren Brustpanzer holen. So. Perfekt. Und eine bessere Spitzhacke auch noch. Supidupi. Würde ich sagen, läuft bisher alles so wie geplant. Ich weiß ja nicht, was der so für Ausrüstungen hat. Er hat auf jeden Fall. Wie es aussieht, ist sein Bett gut eingebaut. Wow. Ja, er fliegt. Wow. Leute, oh mein Gott. Okay, das war gut. Wo spawnt er jetzt? Ich weiß es nicht. So, er fliegt. Und jetzt kann ich mir schnell sein Bett stacken. Yes! Yes! Das war eine schnelle Aktion, würde ich sagen. Puh. Also, ich muss sagen, ich war jetzt echt kurz aufgeregt, weil ich echt gerade dachte so, oh mein Gott. Ob das jetzt was wird, ich weiß es nicht. Das Problem ist, der da vorne war jetzt eben halt schon mal in der Mitte. Deswegen, der hat jetzt bestimmt schon einen Bogen, so wie es aussieht. Obwohl... Ja, er hat einen Bogen. Geilo, dann würde ich sagen, muss ich ja sowieso erstmal hier verweilen. Obwohl ich könnte mich auch theoretisch einfach so zu ihm bauen. Irgendwie mit so einer Schutzmauer oder so. Weil wenn er das nicht merkt, was möchte er denn dann tun? Aber wenn ich sterbe, dann bin ich halt auch am After, ne? Aber ich könnte irgendwie so mit so einer Schutzmauer...
Aber ich weiß nicht, ob sich das sehr viel bringt, ne? Hallo? Aber im Prinzip hilft's eigentlich. Warpowder habe ich auch noch. Ja, und er schießt nicht auf mich. Perfekt. Wenn ich mich jetzt beeile, dann komme ich da vielleicht schnell rüber ohne Probleme. Dann kann ich sein Bett nämlich schnell abbauen. Ich bin ja Team Türkis. Und der davor ist, glaube ich, blau. Ja. Okay, er schießt. Dann mache ich hier auch von mir aus noch so eine Schutzmauer hin. Wand! Mach doch die Schutzmauer hier hin. Ich mag nicht runterfallen. Aua. Okay, er schießt schon mal. Oh, jetzt schießt er von hier. Oh Mann! Es ist blau. Blau ist doof. Geh weg. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Es ist nicht einfach, Leute. Es ist nicht einfach. So, jetzt kaufe ich mir erstmal hier den besten Brustpanzerschutz. Weil das ist wichtig. Und dann könnte ich mir theoretisch auch noch so ein Ding kaufen. Ja, genau. Genau sowas wollte ich haben. Und dann noch ein paar Blöcke. Und... das ist doof. Jetzt bin ich in so einer Zwickmühle. Ich muss zu ihm vordringen. Aber das Problem ist, ich habe halt keinen Bogen. Und wir können uns aber Sophias kaufen. Und mit Sophias könnte das vielleicht sogar klappen. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur eine gerade Strecke haben. Nur eine einzige. Und dann können wir zu ihm durchbashen. Ja! Ja! Oh mein Gott! Eine Rettungsplattform. Sein fucking Ernst. Oh nein. Er hat ja einfach eine Rettungsplattform benutzt. Lol. Was hat der denn für einen OP-Bogen, Alter? Okay, von hier kann er mich nicht treffen. Und ich weiß nicht, wenn ich das... wie ich das jetzt machen soll, dass ich da jetzt nicht runterfalle. Oh, die hat er aber echt gut benutzt, muss ich echt sagen. Ich habe ihn getötet und er müsste ja normalerweise jetzt auch tot sein, weil... ja. So, gut. Ich darf mich aber nicht immer aufregen, nur weil ich in einem Spiel runtergefallen bin, Thomas. Das muss ich mir abgewöhnen. Das ist halt immer so im Spiel. Kann man halt mal sterben. So. Das hat er aber echt gut gemacht. Und das ist das, was mich nervt, weil er das eben gut gemacht hat. Kann er das nicht mal schlecht machen oder so? Das wäre vielleicht besser. So. Ich dachte mir vielleicht so, ich wollte ja eigentlich so über ihn bauen, aber der hat diesen scheiß extrem doofen Knockback Bogen. Und damit fliegst du halt, da hast du echt keine Chance. Aber ich versuche trotzdem das Ganze irgendwie noch zu handeln. Er lebt ja noch und der hängt da jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit. Deswegen kaufe ich mir jetzt wieder solche Sophias. Genau, Sophias everywhere. Und ich weiß nicht, ob er Blöcke hat, mit denen er sich hochbauen kann. Ich hoffe mal nicht. Natürlich hat er die, natürlich. Ja. Der kommt jetzt natürlich erstmal zu mir. Das kann ich leider wahrscheinlich nicht verhindern. Das kann ich nicht verhindern, nein. Oh, jetzt kommt der Typ. Oh, nein! Okay, ich muss aufpassen jetzt. Jetzt muss ich extrem bedacht sein. Kann ich hier nicht lange warten. Oh, ich weiß, was er möchte. Er möchte so tun, als würde er sich teleportieren, aber das tut er eh nicht. Das weiß ich. Ich könnte jetzt auch von hinten kommen, aber... ich glaube, das geht sich nicht aus. Mein Herz klopft gerade so ultra. Jawohl! Nein! Du Hurensohn! Ja! Ja! Er fliegt auch! Perfekt! Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nur, dass er auch stirbt. Perfekt. So, Leute. Und jetzt rüsten wir uns wieder aus. Und, hey, what the fuck? Wieso hat der hier einen Trap platziert? So, zack, zack. Nee, das kann ich so nicht machen. Ich muss mich, wenn dann, so weiterbauen.
Jetzt hat er bestimmt Angst vor mir, weil er sieht, dass ich eine Angel habe. Aua! Hä? Oh mein Gott, der hat wieder den starken Bogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, er hat einen Stärketrank gesoffen, bestimmt. Aber sowas von bestimmt. Wenn er jetzt auf mich springt, habe ich damit kein Problem. Dann ersetze ich ganz viele Sophias und die Dinge. Nein! Ich Idiot! Ich bin da durchgelaufen. Ich wollte... Okay. Der möchte jetzt wahrscheinlich zu mir kommen. Jetzt muss ich mich also... Oh, oh. Hier ist, glaube ich, jemand bei mir. Ich habe was gehört. Leute. Oh mein Gott, ich bin ganz so nervös. Aber dieser Doofe, ich finde den gelben Spieler richtig seltsam. Knockback-Stick. Ich mache einen Knockback-Stick. Hä? Wieso fliegt der denn nicht weg? Ja! Ja! Nein. Ja, er fliegt, und er ist tot. Er ist tot. Yes. Yes. Okay, das ist schon mal gut. Ich habe keine Ahnung, warum der so verpeilt war, dass der einfach nur so da stand und nichts getan hat, aber ich habe ihn jetzt. Ich glaube, der war einfach auch richtig nervös. Und jetzt werde ich mir den erstmal holen. So. Jetzt werde ich mir den erstmal holen. Männchen. So, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich was zu essen. Aber der kann natürlich jetzt wieder in die Mitte gehen, ne? Also am besten ist es irgendwie, ich töte ihn und dann kann ich sofort zu ihm laufen. Aber das Problem ist, ich muss mich ja auch erstmal wieder ausrüsten immer. Wurde... Oh, jetzt ist er bei ihm. Okay, das ist auch sehr gut. Das finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee jetzt von dem anderen. Einen Knockback-Stick möchte ich mir auf jeden Fall aber noch holen. Ein Knockback-Stark. So. Und jetzt targetet er den natürlich die ganze Zeit. Aber in der Zeit, wo er ihn jetzt tötet, kann ich mich irgendwie jetzt zum anderen bauen. Von dort aus in die Mitte. Jetzt ist es natürlich wieder so ein Kampf der Titanen, würde ich sagen. Könnte man ja schon behaupten. Aber jetzt muss ich mich hier erstmal nochmal ein bisschen besser ausrüsten. Hier ist das Ding. Hier. 1A. Okay. Jetzt hat natürlich Geld nur noch mich. Und jetzt wird es natürlich sehr, sehr gefährlich werden. So, erstmal zwei Traps gekauft. Eine Angel hole ich mir jetzt auch noch. Und jetzt, Leute, jetzt wird spannend. Jetzt haben wir natürlich einen spannenden Endkampf. Der hat bestimmt nämlich jetzt schon auch einen Bogen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal hier rüber gehen. Ja, er ist nämlich gerade bei Blau, das sehe ich. Er teleportiert sich nach Hause. Ich könnte natürlich jetzt auch warten. Weil er wird sich bestimmt zu mir teleportieren. Zu 100%. Also das tut er. Davon gehe ich ja schon mal aus. Er ist gestorben, weil er irgendwo runtergefallen ist. LOL. Okay, dann jetzt schnell hier rüber. Dann ab in die Mitte. Und dann von der Mitte aus ab zu Gelb. Weil ich lache so, wenn jetzt sein Bogen und alles weg ist. Okay, Leute, das wäre dann... Ich muss sagen, den Anfang, das haben wir ja gut gemacht. Da haben wir ja alle Leute irgendwie gleich gekillt und so, aber der Rest war dann richtig scheiße. Okay, jetzt sind wir in einer scheiß Trap. Ich glaube, der kommt jetzt zu uns. Ich sehe nämlich nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, der möchte uns natürlich jetzt na klar mit dem Bogen töten. Das verstehe ich auch vollkommen. Dass er das tun möchte, das kann er auch gerne tun. Oh mein Gott. Er hat sich den besten Bogen gekauft, dieser Lümmel. Sophias habe ich jetzt auch keine mehr. Das ist jetzt gerade etwas problematisch. Aber eine Angel habe ich dafür. Das könnte sehr gut klappen dann. Ich meine, hier muss er ja sowieso auch vorbei. Dann könnte ich eine Falle machen. Und zwar
Hier mache ich den Block weg. Und hier auch. Hier baue ich mich zu. Yes! Yes! Yes, 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 yes! Yes, we can. Jawollo. Jawollo. So, wie kann ich... Hä? Er ist gelieft. Okay, egal. GG. Yes. Okay, das war mal eine schöne, gemütliche Runde. Schade, dass am Ende so ein dreister Spieler war, der dann einfach leftet, einem den Kill nicht gönnt, weil er sich denkt so... Yo, ich habe jetzt verloren und ich werde sowieso sterben, aber ich gönne den Typen den Kill nicht. Schade, trotzdem GG. War eine richtig heftige Runde, also ich war wirklich von Anfang bis Ende angespannt. Am Anfang fand ich nämlich die ersten Kills richtig nice, die wir gemacht haben. Und dann hat sich das alles natürlich immer gezogen und so weiter, weil ich immer gegen Blau dieses doofe, ich sag mal so, 1 vs 1 hatte. Und Gelb sich da überhaupt nicht eingemischt hat, dann hat eben Gelb Blau geholt, in der Zeit, wo er eben mit mir beschäftigt war, und dann ist es so eben passiert. So, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, wenn es euch eingeschaltet habt. Okay, habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr wollt, und mir ein Abo dalassen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao.